Heute habe ich ein Rezept ausgesucht, wo ich erstmal ein bisschen an meiner Aussprache arbeiten musste, nämlich eine Vichyssoise. Ich habe nämlich nicht Französisch gelernt und deswegen denke ich mal und hoffe, das ist richtig, eine Vichyssoise mit karamellisiertem Spargel. Hier habe ich jetzt die ganzen Zutaten und die werde ich als erstes mal vorbereiten. Er möchte also Knoblauch ziehen, das heißt, jetzt schäle ich mir hier den Knoblauch ab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dazu am besten den Knoblauch einmal kurz drücken und dann geht die Schale ganz leicht ab. Dann Öl habe ich hier 250 Gramm grüner Spargel geputzt in schrägen Stücken, 3 cm. 30 Gramm Pinienkerne, die haben wir hier, und Zucker. So, und für die Suppe brauchen wir 80 Gramm Schalotten, dann brauchen wir 350 Gramm Porree, nur das Weiße in Stücken. Dann brauchen wir 150 Gramm Butter, die haben wir hier, 350 Gramm Kartoffeln mehlig in Stücken. Den Gemüsefond, den habe ich vorher schon gekocht. Hierfür gibt es auch ein schönes Rezept im Thermomix, beziehungsweise sogar mehrere. Da kann man sich selber den Gemüsefond kochen, genauso wie die Gewürzpaste für Gemüsebrühe. Dann drücke ich hier auf Kochvorgang starten und da möchte der Thermomix jetzt die Knoblauchzehen haben. Weiter Messbecher in den Mixtopfdeckel setzen. Weiter Wähler auf Stufe 6 drehen. Zugeben 20 Gramm Öl. Wenn der Thermomix sagt Öl, dann könnt ihr das Öl eurer Wahl benutzen. Da gibt es also dann keine Vorgabe. Ich nehme hier sehr gerne Distelöl. Zugeben 250 Gramm grüner Spargel, geputzt schräg in Stücken. Den haben wir ja vorbereitet. Jetzt gebe ich den grünen Spargel hier mit in den Mixtopf. Und zugeben 30 Gramm Pinienkerne. Spritzschutz auf den Mixtopfdeckel setzen, um zu vermeiden, dass etwas aus dem Mixtopf spritzt. Wenn das kommt, nehmt ihr den Messbecher aus dem Mixtopfdeckel raus und setzt dann gleichzeitig, also auf den Mixtopfdeckel, noch euren Spritzschutz. Der wird auch durch das automatische Verriegelungssystem festgehalten. Sagt dann hier fertig und zum Starten bitte den Wähler drehen. Jetzt dauert es 12 Minuten. Nehme ich hier vorsichtig den Deckel runter. Guck mal, hört doch, wenn das so reintropft, dann brutzelt es auch nochmal richtig. Nehme ich auch einmal kurz runter, zeigt das die Pinienkerne. Die sind jetzt richtig angebräunt. Wir wollen ja karamellisieren. Also 10 Gramm Zucker, das ist nicht viel. Verteile ich jetzt hier schön über meinem Spargel. Noch einmal mit dem Spritzschutz jetzt abdecken. So, fertig. Und zum Starten den Wähler drehen. Und jetzt werden noch einmal 1,5 Minuten die 160 Grad erreicht. Und der grüne Spargel mit dem Knoblauch und den Pinienkernen wird jetzt richtig schön karamellisiert. Ich habe auch versucht herauszufinden, was eine Vichyssoise ist. Man findet bei Wikipedia einige Informationen. Aber ganz ehrlich, irgendwie ist das ganz schön politisch. Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine politische Suppe. Auf jeden Fall hat sie ein Franzose erfunden. Natürlich, wie soll es anders sein bei dem Namen? Aber das wurde ihm dann auch wieder abgestritten. Dann hieß es wieder, er hat sie doch nicht erfunden. Ich denke, er hat sie erfunden. Aber ihr könnt ja selber mal googeln und schauen, was ihr rausfindet, wenn ihr eingebt, Vichyssoise. Den karamellisierten Spargel umfüllen. Dann haben wir ihn jetzt. Den fülle ich jetzt hier schön in eine Schüssel. Unten am Topf sehe ich auch, es ist hat sich ein richtiger Bratensatz gebildet. Und den werde ich jetzt tunlichst nicht abkratzen. Moment, ich zeige ihn euch gleich nochmal. Da ist jetzt so ein richtig schöner Ansatz. Genau wie im Kochtopf. Und den lassen wir, weil das sind ja genau die Röstaromen, die wir auch in unserer Suppe haben wollen. Okay, weiter geht es jetzt. In den Mixtopf geben 80 Gramm Schalotten. Weiter
zugeben. 350 Gramm Porree, 0 Stücken. Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. Also jetzt geht es weiter mit unserem Messbecher. Weiter. Wähler auf Stufe 5 drehen. Und ihr seht, jetzt hier sind nur 3 Sekunden auf Stufe 5. Und dann finde ich das immer sehr verblüffend, was in so wenigen Sekunden im Mixtopf passiert. Weiter. Mit dem Spatel nach unten schieben. Und das kann ich mit dem Messer definitiv nicht. So schnell und so ein tolles Ergebnis. Jetzt schiebe ich das mit dem Spatel nach unten, so wie weiter. Zugeben 150 Gramm Butter in Stücken. Weiter. Und Wähler auf Stufe 2 drehen. Und jetzt seht ihr hier bei dieser Heizfunktion nicht mehr diese 3 Striche. Das ist also jetzt nicht die Anbratfunktion, sondern jetzt wird gedünstet. Gebe ich hier meine Kartoffeln in den Mixtopf ein. Jawohl. Weiter. 800 Gramm Gemüsefond. Wie gesagt, den findet ihr auch in eurem Cookidoo-Rezeptportal und könnt ihn selber zubereiten. 800 Gramm. Weiter. Ein halber Teelöffel Salz. Jawohl. So. In das Süppchen. Weiter. Huch, habt das gehört? Jetzt habe ich einen Schritt übersprungen. Das ist ganz gut, dass mir das passiert ist. Das hört ihr dann an dem Klicken. Und hier oben links könnt ihr auch immer wieder einen Schritt zurückgehen. Und ihr möchtet jetzt noch einen halben Teelöffel weißer Pfeffer gemahlen. Okay, das mache ich jetzt nicht extra auf den Teelöffel, sondern male das hier direkt in meine Suppe hinein. So, nach Gefühl. Weiter. Messbecher in den Mixtopfdeckel einsetzen. Weiter. Und jetzt Wähler auf Stufe 2. 30 Minuten bei 100 Grad wird die Suppe jetzt gekocht. Auf Stufe 2. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich zwischendurch die Küche aufgeräumt. Habe frische Luft geschnappt. Das ist das Schöne beim Kochen mit dem Thermomix. Die Suppe hat jetzt eine halbe Stunde gekocht. Ich konnte ganz sorglos weggehen und einfach schon ein paar andere Aufgaben erledigen. Und das finde ich so schön, dass man wirklich im Alltag ganz viel Zeit spart oder auch Zeit gewinnt, indem man eben den Thermomix kochen lässt. Und ihr seht jetzt hier noch 5 Sekunden. Er hat jetzt hier ganz entspannt vor sich hin gekocht. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Messbecher eingesetzt lassen. Das heißt also, jetzt kommt schon die Pürierfunktion. Wir können natürlich trotzdem mal einen Blick reinwerfen und mal schnuppern. Ja, es sieht schon aus wie eine Suppe. Jetzt weiter. Und jetzt steht hier Wähler auf Stufe 6 drehen, dann schrittweise auf Stufe 9 erhöhen. Und für das Ganze habe ich 40 Sekunden. Wenn also diese Anweisung hier kommt, dann schätzt das ungefähr selber ein. Ihr seht jetzt auch, wie ich das gleich mache. Ich gehe jetzt einmal auf 6 und fange dann auch an, hoch zu drehen. Und die Suppe wird jetzt komplett püriert. Das ist schon echt eine ordentliche Höllenmaschine. Das zeigt euch auch, dass ihr euch wirklich bitte an die Mengen haltet, gerade bei heißen Gerichten, bei Suppen, dass ihr nicht den Topf überfüllt, weil die Pürierfunktion, die hat es wirklich in sich. Oh, sie ist wirklich, ihr seht es hier am Deckel, sie ist ganz, ganz fein püriert. Und jetzt will er noch 200 Gramm Sahne. Die Sahne, die gibt unserer Vichyssoise jetzt nochmal den letzten Schliff. Und zwar innerhalb von 2 Minuten wird sie jetzt auf Stufe 2 nochmal richtig schön erhitzt. Und das fülle ich jetzt hier mal in die Servierschüssel. Ja, sie ist richtig schön sämig. Das könnt ihr gut sehen, glaube ich. Jetzt gebe ich hier meinen karamellisierten Spargel auf die Suppe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann wünsche ich euch auch guten Appetit, wenn ihr die Suppe nachkocht.